Ja, Marc Heider ist bei uns nach dem Spiel des VfL Osnabrück beim SC Freiburg. Der VfL mit dem späten Ausgleich, wirklich ein ganz wilder Ritt aus unserer Sicht auf der Tribüne, Wechselbad der Gefühle. Wie habt ihr es auf dem Platz erlebt? Ja, ziemlich ähnlich. Es ist sehr, sehr scheiße, wenn du so spät ein Tor frisst. Dann werden die Köpfe wieder schwer, aber wir haben direkt dran geglaubt, weitergemacht, haben im 16er brutal um den zweiten Ball gekämpft, sind dann der Glückliche gewesen, dem der Ball dann wieder vor die Füße fällt, aber da musst du halt eben da stehen und das Ding reindrücken, das habe ich heute gemacht und dementsprechend ja einfach die Mannschaftsleistung dann auch irgendwo belohnt, dass wir nicht komplett mit leeren Händen nach Hause fahren. Ich denke, das ist heute für uns als Mannschaft extrem wichtig, weil wir nach dem Dreier jetzt zu Hause unbedingt was holen wollten, das haben wir gemacht und dementsprechend geht das alles in die richtige Richtung. Und ich fand, das konnte man euch auch über die 90 Minuten völlig ansehen. Also Freiburg, junge Mannschaft, spielstarke Mannschaft, immer wieder mit dem Zug nach vorne. Und da haben ja schon ganz andere Mannschaften in dieser Liga Probleme gegen gehabt. Aber ihr habt euch da wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wart immer wieder das Team, was dann drin war. Und am Ende hätte es dann ja wirklich zu euren Gunsten auch nochmal richtig ausschlagen können. Ja, definitiv. Nach dem Nackenschlag dann so schnell zurückzukommen, ist schon gut. Aber dann im Prinzip eigentlich noch komplett den Deckel drauf machen zu können und hier mit 3 Punkten nach Hause zu fahren, wäre sehr, sehr schön gewesen. Hat nicht sollen sein, aber es geht, wie gesagt, in die richtige Richtung. Und dementsprechend sind wir heute dann zufrieden mit dem Punkt und machen weiter, dass dann beim nächsten Spiel dann 3 werden. Ja, und das Tor, beschreib noch mal kurz aus deiner Sicht. Es ging ja wirklich wild hin und her. Ihr habt euch wirklich festgebissen im gegnerischen Strafraum. Auch nachher die Szene von Eule, wo es vielleicht wirklich noch mal ganz kippen kann, wo der Torwart dann noch drankommt. Aber da seid ihr hartnäckig gewesen, habt nachgesetzt. Und das ist dann, glaube ich, auch am Ende das Erfolgsrezept, oder? Genau, das ist dann das, was irgendwo belohnt wird. Die anderen Jungs, die kämpfen da sowas von um den zweiten Ball und belohnen uns dadurch, dass der Ball dann irgendwie durchrutscht und ja, dass ich das Ding dann über die Linie drücken darf, weil die anderen Jungs so um den Ball gekämpft haben und das ist halt extrem wichtig.